Und dann bin ich dann zu der Weltmeisterschaft wieder hingefahren, nach Korea, Südkorea, Seoul. Und da bin ich dann Weltmeister geworden. Früher habe ich, wie gesagt, alle 3 Tage habe ich 6 Kilo Fleisch gekauft. Und da haben die ganzen Leute gedacht, ich wäre ein Zuhälter oder sowas. Gell? Also. Ich bin Roland Czelok, komme aus Polen, Oberschlesien, bin da geboren und dann bin ich da in den Kindergarten gegangen. Ich habe noch 8 Geschwister. 5 Schwestern, 3 Brüder habe ich noch. Im Kindergarten war ich, dann habe ich 8 Klassen in Polen beendet. Das war dann die Hauptschule damals bis 1982. Und dann bin ich dann von Polen nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern schon 1980 nach Deutschland gefahren sind, ausgereist als Besucher mit meinen 3 Schwestern und sind hier geblieben. Und dann war das in der Familienzusammenführung 2 Jahre später und dann bin ich dann ich mit meinen 2 Brüdern und noch 2 Schwestern hierher gekommen, weil in Polen habe ich ja keine Möglichkeit, irgendwie Sport zu machen. Ich habe da schon körperlich sehr viel gearbeitet auf dem Bauernhof. Es hat mir immer Spaß gemacht, sich irgendwie fertig zu machen. Schwer eingekauft. Hallo, hab eingekauft. Tomaten habe ich auch gekauft, du hast schon welche. Jetzt stelle ich mal vor, das ist mein Schatz, die Dagmar. Das sind meine Tauben. Momentan habe ich, mal ganz kurz, 25 erwachsene Tauben und 2 kleine. Die sind vor ein paar Tagen geschlüpft und gleich drauf gekackt. Hast du gesehen? Wir haben einen Bauernhof gehabt, wir haben Kühe gehabt, Schweine, 120 Schafe, Hühner, Enten, Gänse, Tauben. Also ich bin so ein richtiges Landei. Und ich habe dann schon immer in Polen halt auf dem Bauernhof mitgeholfen. Das hat mir richtig Spaß gemacht bei einem Freund von mir. Und die haben Kühe gehabt und ich war da drin und habe die gefüttert. Da bin ich dann in die Schule gegangen, wir haben noch eine Gastronomie gehabt, also wir haben noch eine große Kneipe gehabt und so einen großen Saal, da haben wir dann Hochzeiten und Veranstaltungen gemacht. Also richtig schön. Hier habe ich noch ein Foto, da habe ich noch in Polen gewohnt. Ne? Das ist mit meiner Schwester, da war ich. Ich glaube 13. Da habe ich so einen Kracher im Mund am Silvester, guck. Haben wir Quatsch gemacht halt, ne? Und dann anzünden. Ja, haben wir nicht gemacht, aber. Warum Tauben? Man fragt sich, warum züchtet der Roland Tauben? Ich bin schon immer mit Tauben groß geworden. Ich habe die schon gezüchtet, da war ich 5, 6 Jahre alt. Mit meinem Vater in Polen. Und das ist so meine Leidenschaft geworden und geblieben. Da habe ich dann meinen Liegestuhl, lege ich mich mal hin. Und beobachte die, wie die spielen, wie die fliegen. Dann bin ich 82 nach Deutschland gekommen. Dann war ich 2 Jahre im Internat. Und ich wollte eigentlich in Polen schon was machen, so Richtung Kampfsport und Bodybuilding. Da habe ich ja keine Möglichkeit gehabt. Und dann hat sich das halt schön ergeben. 82 hierher gekommen, dann war ich 14. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, was zu machen. Und für mich war schon immer so Boxen oder Karate, Kung Fu, so kam immer in Frage. Ja, das habe ich dann damals parallel während meiner Zeit im Internat. Das war in Hasselroth bei Langselbold. Und da war ich 2 Jahre im Internat und dann habe ich in Langselbold schon 2 Jahre trainiert, Kampfsport gemacht, Karate, Vollkontakt und gleichzeitig habe ich schon im Kraftraum trainiert. Hier bin ich auf dem Foto, ganz rechts. Da war ich, glaube ich, 15 im Internat damals. Der damalige Trainer hat zu mir gesagt, du hast zwar gute Technik, aber keine Kraft. Ne?
Deswegen habe ich dann auch noch Kraftsport dazu gemacht zu meinem Kampfsport. Habe mir dann auch Kurzhantel wie zu Hause zugelegt. Die habe ich dann auch im Internat gehabt. Expander, eine Feder und dann so ein Drücker für die Finger, also für den Unterarm. Und das habe ich dann damals so benutzt und schon trainiert. Und wie gesagt, auch Liegestütze habe ich viel gemacht. Gejoggt sehr viel, jeden Tag. Und Klimmzüge. He's the king of the mountain. Also schlesische Kröpfe. 4 Tage alt ungefähr. Wenn die so auf die Welt kommen, dann sind die ungefähr so groß wie das Ei ungefähr, ne? Ja, den Switch vom Karate zum Bodybuilding habe ich damals so gemacht. Da habe ich eigentlich noch Karate gemacht. Die Leute haben halt gesagt, du siehst aus wie ein Bodybuilder, mach doch mal mit. Habe ich 67 Kilo gewogen und da habe ich gleich gewonnen. Und dann habe ich dann schon ein bisschen mehr halt auch Bodybuilding gemacht. Aber eigentlich vom Grund aus bin ich ein ganz großer Fan von Bruce Lee. Deswegen auch Kampfsport, bis heute noch Bruce Lee-Fan. Hier bin ich im Chaco am Training, aber da sieht man das Chaco nicht, weil er so schnell war. Also damals war das Bodybuilding schon, also zu dieser Zeit war schon langsam am Kommen. Ich bin dann 1984 dann wieder in Wiesbaden für immer gewesen bei meinen Eltern. Also die haben mich auf jeden Fall unterstützt. Ich habe daheim noch gewohnt damals und ich habe monatlich 200 Mark ausgegeben für Schlafen und Essen. Und das war echt nicht viel Geld. Und dann habe ich mich dann in Wiesbaden in einem Fitnessstudio, das hieß damals City Fitness in der Moritzstraße, habe ich mich da angemeldet. Und das war so mein Anfang mit dem Bodybuilding. Aber da habe ich noch gleichzeitig auch noch Kampfsport gemacht. Und aber auch schon sehr viel Bodybuilding, ja, mit sehr guten Geräten. Also da war alles schon dabei, Klappzug, Squatbank, Kniebeuge und Kurzhantel, Butterfly, also Rudern. Also da war schon alles dabei, wirklich. Das war zwar nicht groß, aber es hat gepasst und war alles da. Also meine Mutter hat das eigentlich so gut befunden, mein Vater eher weniger. Er ist ja vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, 33. Da war das halt so andere Generation. Der hat dann damals gesagt, so ja, Bodybuilding ist halt nichts. Für was brauchst du die Muskeln? Geh lieber arbeiten. Irgendwo die Zeit, wo du im Studio verbringst, geh doch lieber irgendwo arbeiten, verdienst du halt viel mehr Geld dadurch. Aber der war jetzt irgendwie, dass er mich schlecht gemacht hat oder dass er mich quasi genötigt hat, das nicht zu machen, sondern der hat nur gesagt, das bringt ja nichts. Aber ich habe ihm trotzdem gesagt, nee, ich mache es, weil es macht mir Spaß. Die Mutter war dann schon eher begeistert, dass ich was gemacht habe. Und dann irgendwann bin ich ja Deutscher Meister geworden, 1990. Dann 93 Weltmeister. Und dann war der Vater auch dann stolz und hat das dann quasi schon anerkannt, dass es was Besonderes ist. Aber davor war halt, hat er nicht so viel davon gehalten. Jawohl! Hab ich gesagt, hier. Alter, das ist scheiße. Mehr geht nicht bei der Form. Ach, Bombe, oder? One week ago, I had a big loss. I lost my dad. It was a very, very tough time for us, yeah, with my girlfriend. And ja, wegen seinem Vater, ne, der ist gestorben. Jetzt hat er die Pro-Karte geholt. Ich habe mein Vater auch schon verloren, aber schon vor 19 Jahren. Ich kenne das Gefühl. Und er hat sich da durchgebissen, jetzt weitergemacht. Und jetzt hat er die Pro-Karte geholt. Deswegen. Ja, behalten Sie so in Erinnerung, wie Sie waren. Stimmt. Ich habe viel von ihm mitgenommen. Und bin an ihm gewachsen. Mein Vater ist schon vor 19 Jahren verstorben. Ne? Und das ist auch noch, steckt in mir drin. Also ich kann das voll nachempfinden. Und es wird einfach nicht einfacher mit der Zeit. Es ist einfach weg und die Gefühle sind da. In Polen als Kind war ich halt jeden Sonntag in der Kirche. Das war eigentlich Pflicht, aber das war nicht nur Pflicht, das hat man auch gerne gemacht. Weil ich bin ja als gläubiger Christ auf die Welt gekommen, meine Eltern auch. Und das war, wie gesagt, jeden Sonntag Kirche. Am Weihnachten und am Ostern bin ich hier. Ansonsten bete ich immer zu Hause, jeden Abend. Und dann bin ich dann 1985 gestartet auf einen Wettkampf. Da war ich 17. Da war damals der Trainer, hieß damals der Marco Engelsmann aus Wiesbaden-Delkenheim. Und der war Trainer im City Fitness und der hat mich dann vorbereitet. Der hat mir dann Diätplan, also Ernährungsplan geschrieben, Trainingsplan
Und dann bin ich halt gestartet 1985 mit 67 Kilo Körpergewicht. Aber da war eigentlich noch so nicht viel im Kopf Bodybuilding. Also mein Herz hat immer noch gebrannt für Kampfsport. Das habe ich nur so nebenher gemacht. Also meine Geschwister, ja, die fanden es gut. Die haben selber mit Sport nicht so viel zu tun. Also meine eine Schwester, die Renate, und mein Bruder, der Josef, die haben dann schon Fußball gespielt damals. Und die anderen haben halt wenige, gar keinen Sport gemacht. Aber die fanden es jetzt nicht schlecht. Also die waren dann schon stolz auf mich, dass ich das so was gemacht habe. Und dann mit der Zeit auch irgendwie ganz anders ausgesehen habe. Und dann halt viel mehr Selbstbewusstsein hatte und dann auch anerkannt, viel mehr anerkannt wurde draußen. Wir haben tausende Supplements für deine Ziele. Hunderte Hersteller, aus denen du wählen kannst. Deine Waren werden blitzschnell an dich versandt, sodass du nicht lange auf deine Supplements warten musst. Unser Support ist immer für dich erreichbar. Wir sind Gigas Nutrition. Danach dann eigentlich, Bodybuilding gab es noch gar nicht so im Fernsehen viel. Eher dann so Kampfsport, Bruce Lee und so. Aber später, dann gab es noch, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger, Conan und so. Conan der Barbar, Conan der Zerstörer. Und ja, das habe ich dann auch schon so verfolgt. Und also mein Vorbild war dann auch der Arnold Schwarzenegger. Ja. Also ich wollte auch immer so viel Muskel haben wie er, so brutal wie er ausgesehen hat. Ja, und dann habe ich mich damals, ja, so durch die Inspiration vom Schwarzenegger, so halt, und auch durch Reden von Freunden, Kumpels und wo gesagt haben, Roland, du kannst doch einen Bodybuilding-Wettkampf machen. Mir hat es auch dann schon langsam gefallen, die Optik. Und dann habe ich dann angefangen, die Vorbereitung 1985 mit meinem damaligen Trainer Marco Engelsmann aus Wiesbaden, aus Delkenheim. Und das war so eigentlich mein erster Wettkampf. Und dann habe ich eigentlich da schon mal Blut geleckt. Das darf auch nicht fehlen, ne? Mozartkugel, ja, ist halt für zwischendurch, aber ich bin ja kein Wettkampfathlet mehr, deswegen geht das, ne? Also geladen habe ich eigentlich nur mit Reis. Reis und Fleisch halt reduziert, so 600, 800 Gramm am Tag dann nur noch. Und dann 1 Kilo Reis am Tag geladen, das war's. Und Gemüse. Also gar nichts mit Bananen, Obst oder irgendwie Gummibärchen, Früchte, gar nichts. Auch kein Öl. Heutzutage kann man quasi so Shitload machen, ne? Das haben wir auch schon mal gemacht. Damals war ich dann auf jeden Fall sehr motiviert. 1986 bin ich dann nochmal bei den Junioren gestartet und da habe ich 69 Kilo gewogen. Dann hat mich damals schon der Walter Klock unterstützt aus Gießen. Und meine Idole damals, meine Vorbilder waren auf jeden Fall Lee Haney, Tom Platz, Tony Pearson, Rich Kaspari. Also das waren so die Leute, die mich richtig so inspiriert haben. Ja, zu damaligen Zeiten haben die gar nicht so viel Gewicht gehabt. Also ich glaube so zwischen 90 und 105 Kilo. Hier kann man es nochmal zeigen. So Locken habe ich früher gehabt. Ich habe eigentlich Locken, aber mit der Zeit sind die Haare wieder glatt geworden. Also mal Locken, mal glatt, mal Locken. Und das war mein Opel Manta damals. Das war, glaube ich, 1986. Und das ist ein sehr guter Freund von mir, Schulfreund. Damals habe ich dann den Wettkampf zweiten gemacht, das war 1986 mit 69 Kilo Körpergewicht, Männer 1, da bin ich dann Hessenmeister geworden. Und auf die Deutsche, da bin ich gar nicht hin, weil habe ich gesagt, okay, das ist noch viel zu wenig. Zwei Jahre später bin ich dann schon bei dem großen Preis von Hessen, da hat mich dann wieder der Walter Klock unterstützt. Und da bin ich dann schon Gesamtsieger geworden. Das ist in Wiesbaden, im Bodyfit, 1988. Da war ich halt in der Vorbereitung, also na, das war auf jeden Fall erstmal Off-Season hier. Und da habe ich, ich glaube, 88 war das, habe ich so 98 Kilo gehabt. Da war ich 20 und habe dann Wettkampfgewicht zum Schluss gehabt von 79. Zweimal Campino. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Wenn ich die nicht dabei habe, darf ich nicht nach Hause kommen. Das ist auf jeden Fall lecker. Mozzarella Light. Ja, also in der Vorbereitung, in der Vorbereitung nicht, aber in der Aufbauphase kann man auf jeden Fall Mozzarella essen, abends so zwei Päckchen. Da kommt man auf 50 Gramm Eiweiß und 20 Gramm Fett. Also ist auf jeden Fall sehr gut. Mit Tomaten, Balsamico, Basilikum, also sehr gute Kombination. Und dann bei der deutschen Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft, bei den Junioren war ich dann Dritte, genau. Und damaliger Trainer war dann 1988 der Arthur Ketzinger aus Wiesbaden, aus der Holzstraße, und das Studio hieß damals Bodyfit.
Und das heißt heute immer noch Bodyfit. Das Studio gibt es immer noch. Also wenn ich in Wiesbaden bin, bei meiner Mutter, da fahre ich öfters immer zum Training. Das sind da jetzt die Bilder, vorher, nachher. So habe ich in der Offseason ausgesehen. Die ganze Vorbereitung hier mit Bildern. Aber das war die Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft 1990. Also damals mit der Sonja habe ich dann angefangen, 1990 zu trainieren. Und da sind wir dann beide 1990 internationale deutsche Meister geworden in Mainz in der Rheingoldhalle. Sie damals bei den Frauen, heute heißt das Physik, und ich dann bei den Männern bis 90 Kilo. Dann haben wir da gewonnen, den großen Preis von Hessen. Antrag für die Starterlizenz 1990. Das war dann der große Preis von Hessen 1990. Dann habe ich den zweiten Platz gemacht und der wurde den ersten gemacht. Den hat die Dagmar damals vorbereitet. Wiesbadener Zeitung. Dann nach dem Wettkampf zusammen essen gewesen. Mein Ziel früher war so im Training eigentlich, wo ich so angefangen habe. Da habe ich gedacht, okay, im Training, ich will an den Maschinen überall alle Gewichte machen. Okay? Egal, was drauf geht, immer alles voll machen. Ne? Und ich habe es auch gemacht. Ne? Irgendwann, ich habe wirklich an jede Maschine alle Gewichte gemacht. Oder habe noch was dran gehängt. Obwohl es Kraft und Muskel ist ja jetzt nicht so. Man muss ja nicht die höchste Kraft haben, um den größten Muskel zu bekommen. Gell? Aber das war so mein Ziel damals. War so ein Ego, glaube ich auch. Ne? Und wie gesagt, ich habe überall, die Leute haben auch immer geguckt. Ich habe immer alles voll in, gell? Immer voll. Gell? Das hat so richtig Spaß gemacht. Dann immer, das denkst du, oh geil, die Maschine geht bis 120 Kilo Latt ziehen oder so. Ne? Und ich habe alles drauf gemacht und habe dann die Sätze gemacht, 4, 5 Sätze mit dem ganzen Gewicht. Ne? So, also ich bin jetzt kein Wettkampfathlet, gell? Zweimal Ente für mich und zweimal Huhn für die Dagmar. Huttenbrust mit Vollkorntoast, das esse ich immer morgens eine Packung. Und eine Scheibe oder zwei kriegt noch der Max, also unser Hund davon. Ja, früher habe ich, wie gesagt, alle drei Tage habe ich 6 Kilo Fleisch gekauft, ne? Und dann eingepackt, so in den Packung, fertig alles, ne? Und meistens habe ich Putenfilet gegessen und jeden Tag 2 Kilo, also das war voll einfach einzukaufen. Ja, Rind hat mir nicht so geschmeckt, also ich habe lieber Hähnchenfilet oder Putenfilet gegessen. Rind war nicht so mein Fall, also das habe ich ab und zu gegessen, aber ich bin so damals kein Rindesser gewesen. Heute schon, aber auch nicht so viel. Ja, die Leute heutzutage, die machen viel zu kompliziert alles. Die machen da dieses, dann das, machen da, was weiß ich, Pancakes und das. Also, ich meine, das ist viel mehr mit Arbeit verbunden. Ich habe früher, wie gesagt, nur Reis und Butter gegessen oder Hähnchen. Und was alles ganz locker. Ich habe Reis zweimal am Tag gekocht. Ne? Danke. Tschüss. Habe Reis dann zweimal am Tag gekocht. Immer so 4 Beutel pro Koch. Aber pro Kochtopf, weil mehr ging da nicht rein. Das waren die Kochbeutel damals noch. Und da habe ich 8 Kochbeutel am Tag gegessen, das war dann genau 1 Kilo Reis. Und Fleisch habe ich immer frisch gemacht, aber ich habe es immer in der Mikrowelle gemacht. Das heißt, ich habe 400 Gramm gehabt, so ein Glastopf, 400 Gramm rein, mit Wasser abgedeckt, 5 Minuten in die Mikro, fertig. Brokkoli in die Mikro, fertig. Mein Essen war innerhalb von ein paar Minuten fertig und da konnte ich wieder essen. Das Fleisch, Brokkoli habe ich immer frisch gemacht und den Reis habe ich 2-mal am Tag vorgekocht. Auftritt habe ich hier gemacht, Gastauftritt damals. So, wir haben so ein Fotoshooting mal gemacht, damals nach den Wettkämpfen. Hier meine Mos Muscula, noch nicht so brutal, aber man hat schon gesehen, in welche Richtung das geht. Und dann kommen die Bilder von der Zeitung, 1990, internationale deutsche Meisterschaft. Und da Gesamtsieger stechen, um den Gesamtsieg, Roman Knetsch und ich. Und dann hat der Roman Knetsch damals halt den Gesamtsieg gemacht und gewonnen. Ich habe halt meine Klasse gewonnen, die war auch sehr stark besetzt. Also waren wir da, Männer 3, 14 Teilnehmer. Und ich habe dann gewonnen. Und die Sonja Biesel hat auch gewonnen. Also beide haben halt abgeräumt. Ne? Das war hinter der Bühne beim Warmmachen. Ja, Sonja Biesel, wir haben ein Fitnessstudio zusammen gehabt in Biebrich, in Wiesbaden. Das hieß Athletic Gym. Das gibt es heute leider nichts mehr. Und das war so meine Trainingspartnerin. Aber davor, 1990, haben wir in Taunusstein trainiert, in Taunusstein-Wehen. Da gab es noch ein Fitnessstudio, das hat dann ihr Freund damals gehört, der Eugen Schmidt. Und da haben wir dann die Vorbereitung gemacht. Und 2 Jahre später haben wir selber ein Fitnessstudio aufgemacht in Wiesbaden. Das hieß dann das Athletic Gym. Und das war so meine damals Trainingspartnerin. Und die hat sich sehr viel um mich gekümmert. Also die hat mir immer zugesprochen, hat mich immer motiviert. Die hat auch sehr viel zu meinem Erfolg
dazu getragen. Also das habe ich damals zu meinem 24. Geburtstag bekommen, gell? Das war 1991. Das war damals in der Vorbereitung mit der Sonja Biesel. Das war echt eine schöne Zeit. So eine Seite hier aufgeschrieben mit 10 Gebote. Du solltest deinem Trainingspartner Hilfestellung leisten und nicht posen. Weil ich habe halt immer gepostet zwischendurch. Ich habe mich immer angeguckt, ne? Also Wahnsinn. Okay, dann rückblickend jetzt auf 1990, Deutscher Meister international. Dann ein Jahr später habe ich dann bei der Deutschen mitgemacht. Da bin ich Vierter geworden in der Männerklasse bis 90 Kilo. Lambert Böhm, kennt ja jeder, der hat einen Gesamtsieg gemacht damals. Und ein halbes Jahr später habe ich dann die WM-Quali gemacht in Augsburg. Und da habe ich die Quali halt gewonnen und habe auch dann qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Und dann habe ich in 1991 in Polen mit 86 Kilo Körpergewicht die Weltmeisterschaft mitgemacht. Und da habe ich den 7. Platz belegt von damals 45 Teilnehmern. Heutzutage ernähre ich mich auch, so, auch noch sehr gesund. Zweimal Reismahlzeit mit Hähnchen oder mit Rind. Und in der Früh meistens Haferflocken, Müsli oder Grießreispudding von GN mit Eiweißpulver. Oder halt 3-4 Scheiben Vollkorntoast mit 100 Gramm Putenbrust, bisschen Gurke dazu. Und abends meistens noch irgendwie Mozzarella oder Paré-Eier oder so. Ein, zwei Päckchen Mozzarella mit Balsamico, Basilikum. Also ziemlich gut. Und jetzt gibt es noch Pizza für die Dagmar. Ja, ja, ich esse auch Pizza. Also nicht jeden Tag, aber also Pizza ist doch schon was Leckeres. Gell? Also wenn man kein Wettkampfathlet ist, kann man sich das schon leisten bei meiner Form. Ja, damals habe ich auch so Milch getrunken und Magerquark gegessen, schon, aber nicht in der Wettkampfvorbereitung, nur in der Off-Season. Das ist schon Bilder von der WM-Quali und habt ihr dann auch gewonnen. Der junge, hübsche Mann. Da ist noch der, achso, da bin ich und da ist der Alex. So, ist geil hier. Jetzt bin ich hier auf der Bühne. Geile Momente, wie frühe Erinnerungen kommen. Also damals bei uns zu Zeiten, wo wir noch so Wettkämpfe gemacht haben und dann rumgeflogen sind durch die Welt, haben wir immer alles so selber halt vorbereitet.